Und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. So, wie ihr sehen, ihr könnt, zack. Aber denkt dran, Mikrofon ist direkt hier hinter meinem Lenkrad. Ja, wir waren dabei, Kohle zu sammeln. Oh, wie waren das jetzt? Zack. Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine. Das machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier schön? Nürnberg, Salzburg. Machen wir. Navi-Ziel einstellen. Bona. Ach du Scheiße, wie mache ich das jetzt eigentlich? Müde, Mann, der muss pennen. Verdammte Kacke, Auftragsangebote. Da muss ich hin, aber in so einem. Erstmal da hinfahren zum Pennen, ne? Erstmal von mir Länder runter. Wie komme ich denn hier von mir Länder jetzt? Ja. Was ist denn mit euch los? Lasst mich raus hier. Ich will raus. Wo bin ich? Ich bin Arschloch. Ganz einfach. Was ist denn jetzt hier für eine beschissene Baustelle? Ja, keine Baustelle. Die haben einfach die Dinger nicht weggeräumt. Mann, ey, ich muss rüber, ne? Ja, sorry. Ist immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich, deswegen seh ich nicht. Ja, ich bin unterwegs. Hier kann ich pennen. Da verkaufe ich hier mein Auto. Diese Garage steht für 180.000 zum Verkauf. Kann ich mir pennen? Jetzt verstehe ich nicht. Falsch, ne? Falsche Antwort. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Ich will die Garage hier nicht kaufen. So eine Scheiße, aber ah. Sehr schön, wir wollen auch noch einen Auftrag schaffen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten hier. Penner pennt hier gleich weg. Du mach hin, Junge. Geht doch. Ach du Scheiße. Ich dachte nach dem Auftrag oder so geht er vielleicht selber pennen. Aber tut er nicht, ne? Crazy. Ich werde müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Ja. Ups. Ich war nicht mit dem Licht hier. Ich hatte Licht schon an. Ach, okay. Drücke folgende Taste, um den Motor abzustellen. Eine Ruhepause. Muss eine Weile zur Ruhe. Alrighty then. Wir sind wieder on the road. Jetzt erstmal kurz fahren. Ich bin scheiße. Ich hab rückwärts raus.
fahren oder was? Bin ich bescheuert? Ist ja eh nachts, mich sieht ja eh keine Sau. Deswegen, wisst ihr, das ist okay. Ich sehe die eh keine. Außer die Piepe hören sie. Piep, piep. Entschuldige bitte, bin ein bisschen rangerast. Ich hoffe, das macht nichts. Wir müssen jetzt erstmal nach Nürnberg, ne? Hänger da holen? Den Auflieger da oder was das war? Und dann nach Österreich oder was? Schon ja vergessen. Sein, ey, so eine Kacke. Was bin ich gefahren? Scheiße, ey. Geblitzt? Eigentlich nicht, ja. Hat mir ja Spaß da am Hotel eigentlich gekostet. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich überhaupt nicht mitbekommen. War der Preis? Hat das was gekostet? Nicht, ne? Stand dann auf dem Parkplatz. Was ist denn, die wollen da irgendeine Parkgebühr? Krank. Frankfurt, Leipzig, Chemnitz.
Ist halt ein bisschen blöde, dass ich mit dem, also mit dem LKW jetzt halt da noch hinfahren muss, erst leer, um den Auflieger da zu holen. Davor war das halt ein bisschen einfacher, ne? Schneller Auftrag, bam, du warst gleich da, konntest losfahren. Das heißt meistens, ich weiß ja nicht, ob wir die Tour schaffen. Aber erstmal müssen wir ja den Arschweg da hinfahren und dann wieder zurück oder wieder woanders hin. Meistens haben wir ja eine Tour gehabt in der Folge. Und jetzt haben wir ja sozusagen zwei. Vor allem jetzt mit der Müdigkeit. Ne? Der Müdigkeit war ja jetzt ohne. Es ist 2 Uhr 9, 2 Uhr 10. In der Nacht. Will nicht gleich wieder geblitzt werden, das ist ein Problem. Bringt mir am Ende hoch, wenn ich die ganze Zeit geblitzt werde und dann nur noch 100 Euro kassiert habe für den Auftrag. Bringt mir gar nichts. Mann, und die scheppern hier einer nach dem anderen an mir vorbei, ey. Halt, ja. Was? Langsamer, Junge. Was zählt denn schon, ne? Guck mal, die machen da ein halbes Wettrennen da gegeneinander, die Pfeifen. Ich muss hinterher jackeln. Der da drüben ist auch bestimmt viel schneller. Münchberg, Nord.
ich wieder unfallbar hier. Oh, Scheiße, ich bin so müde. Ich bin so müde. Oder hat der dann einen Transporter rausgezogen? Wieder 90. Eigentlich müsste ich schon wieder runter drosseln hier, ey. Das wird langsam hell. Ausflippen! Der verdammte Bus hinter mir hebt mir um, Sack! Dacia, Dacia Duster. Es reicht ja wieder. Das ist wahrscheinlich, weil ich dann nachts fahre. Rausgezogen. Sorry, Alter, mein Beileid. So, dann haben wir das Kreuz Nürnberg. Sehr gut. Verfahren, Scheiße. Scheiße, ich muss hier ja nicht raus. Ich will doch ja nicht nach Prag. Der ist schon wieder halb müde, war unser? Kann ich sein? Schaffe ich jetzt nur noch einen Auftrag? Hin nach Nürnberg? Pendeln und dann wieder zurück? Oder was? Was ist denn das? Alter, wir schaffen wirklich nur die Fahrt hin. Ach, halt. Oh, guck mal, die Polizei kommt ja nicht mehr hinterher. Scheiße, das zweite Mal hier blitzen. Ich bin ein bisschen auf den Zeier. Ganz ehrlich. Da bin ich early. Da bin ich
early. Ich meine, in der nächsten Tour, also wenn wir jetzt von Nürnberg da nach links fahren, dann müssen wir auf jeden Fall tanken. Halb voll müsste noch reichen bis dahin. Aber ich weiß halt nicht, wie es aussieht wegen Penn. Er ist schon wieder halb müde. Heißt, wenn wir da ankommen, ist wieder anfangen. Oder? Also ich glaube. Bin ich sicher. Da vorne, habt ihr gesehen? Krank die Leute. Was für Wolken da oben? Da wieder Land runter oder was? Hey, sind wir da. Macht er bleibt ganz ruhig, Leute. Ja, ja, Mann. Strafe, ne? Wo man doch eigentlich über Gelb fahren darf. 1,50. Gelb, wie ihr willst. Tankstelle. Für Runden fahren. Hier, Mann. Mit fünf Firmengelände hier. Haben wir das gemacht? Ach, wir haben den Navi-Punkt gesetzt, ne? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht die Tour schaffen wir ja bestimmt noch. Ups! So mache ich das immer. 3 Stunden, 3 Minuten? Vielleicht schaffen wir das ja noch. War ja gar nicht so kacke die Idee von mir. Ich hätte einen weiteren Bogen fahren müssen.
scheiß Tor auf, Junge. Danke. So. Ganz entspannt losjackeln. Das ist 13. Ich fahre schon wieder fast 14. Die Ampel da kriegen. Ich will die grüne Ampel. Macht der da eigentlich, der Audi, den will ich sofort, Alter, weg. Jetzt Polizeisimulator, ey. Abschleppen. Vom Allerfans, den will ich so wegschleppen, die Scheiße. Die Tour schaffen wir auch vom Schlafen her, locker. Und wenn wir da sind, müssen wir tanken, pennen. Und dann können wir vielleicht von Frankfurt gleich einen Aufsatz annehmen. Ist das? Vielleicht gar nicht so kacke. Frankfurt den nächsten Auftrag in die nächste Region, zack, da erstmal tanken, pennen gehen und dann, dann wissen wir gleich, was wir nächste Folge so vorhaben. Geil. Das wird geil. Sag ich euch. Wenn ich euch das doch sage. So. Ja, rot kennen wir, typisch. Rot. Ah ja, aber wir haben Glück. Wir haben wirklich Glück. Was ist hier denn los? Das wieder runter. Ist ein Fußgängerüberweg? Okay. Goodies. Wo sind die Goodies? Wo sind die Goodies? Wo sind die Goodies? Jetzt hier, Bias. So noch mal grün. Nee, Ecke. Mir Ecke mit LKW, ganz vergessen. Ups. Ist ein bisschen ausgeartet, sagen wir mal so, ne? Normal groß auf der Grünfläche.
Pause nochmal, ne? Das ist nicht viel gewesen. Pedal eigentlich, man braucht nur sanft draufdrücken, dann schaffst du auch deine 80. Neues Bibelried? Was ist denn hier jetzt? Menschen, Stuttgart, Kassel, Mannheim, Frankfurt. Herrlich. Quer durch ganz Deutschland, ey. Quer durch ganz Deutschland. Denk dran, ey. Wenn wir in Frankfurt sind, müssen wir in der nächsten Folge pennen, auftanken und dann jetzt weiter. Man nämlich gleich schön da einen Auftrag entgegen und fertig ist. So kommt die Kohle rein, Stück für Stück. Wir werden zusammen ein schön großes Unternehmen machen hier. Millionen mit Fahrern einstellen, mit allem. Pipapo. So wird es nämlich laufen. Kilometer Frankfurt am Main. Das ist ja immer noch gleich geschafft, das ist ja nicht so schlimm. Das Porter hier will wieder ein Rennen, lippig aus. Mein Gott, ey. Das sind verdammte Arscher. Etwa schön nachts. Den Transporter. Die denken immer, die wären mal bessere. Verdammte Kacke. Darf der schneller fahren als Icke? Dann müsste er bestimmt auch so die Geschwindigkeit haben, oder nicht? Weiß ich nicht. Kenn ich mir nicht so aus. Hier fährst du nicht lang, hier fahr ich.
Frankfurt am Main. Sehr schön. Hier sind wir. Das war so ein Billigding, aber ich hab die jetzt angehen. Später holen wir uns natürlich noch einen richtigen Luxusschlitten. Und dann macht das Ding macht alle von alleine da. Karren sind hier vorbei, hinter dir der Bus im Nacken, ey, mein Gott, ist das nicht ein Traum? Ich lebe hier den Traum. Ich lebe den Traum einfach. Mir haben sie mal gesagt, werd LKW-Fahrer, das ist lustig, haben sie gesagt. Verdient man gut Geld, haben sie gesagt. Ist stressfrei, haben sie gesagt. So. Er muss stehen bleiben. Oh Mann, hab ich hier Glück gehabt. IKA von mir. Ja, gerade über die Ampel neu gekommen sein, mein Gott. Drin, wa? Ja, drin. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, du, fahr mal weg hier, die Kacke. Nett von dir. Braucht der Kraftstoff 83 Liter. 3800 haben wir gekriegt. Viel, aber immerhin 21.699. Dann müsste eigentlich, kann man da jetzt fahren? Ich müsste doch denn jetzt, ich bin hier in Frankfurt, oder? Mach mal das Ding jetzt ab hier. Ah ja. Genau, und dann könnten wir da hinten. Da können wir doch dann aufbauen gehen, ne? Ich will mal kurz gucken. Ich habe jetzt einen Auftrag entgegennehmen, ne? Genau. So. Frankfurt nach Nürnberg, Lüttich. Der bringt mehr Kohle. Ja, wir warten dann mal beim nächsten Mal. Vielleicht kriegen wir da neue Angebote. Bessere. So. Also, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir gleich von hier Auftrag nach da, Kohle. Vielleicht kriegen wir dann sogar noch einen nach da. Dann kriegen wir vielleicht zwei Aufträge hin. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.